Zöliakie, was kann es noch sein? Es kann vieles sein. Also ganz wichtig, dass man auch Ausschlussdiagnostik macht. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm. Man muss über die Mahlzeitengestaltung gucken. Man muss über die Mahlzeitenhäufigkeit gucken. Man muss schauen, was nehmen die Menschen für Medikamente. Es ist ja auch nicht immer so, dass die Patienten so eine ganz klare Symptomatik von der Zöliakie her haben. Die haben ja nicht immer nur Durchfall und nur einen aufgeblähten Bauch. Also die haben ja oft auch einen Eisenmangel, die haben eine Laktoseunverträglichkeit. Und da muss man schon auch mal über den Tellerrand gucken. Also es kann schon sehr, sehr vielschichtig sein. Ich habe ja schon erwähnt, es kann ein Asthma sein als Beispiel. Bauchprobleme können kommen nach einer Operation, können kommen, wenn in der Gallenblase wir ein Problem haben. Blähungen können auch bei Fettleber zum Beispiel kommen. Also das kann wirklich so vielschichtig sein. Krebs muss ausgeschlossen sein. Also es ist ganz wichtig, hier vielschichtig zu gucken, über Ecken und Kanten zu gucken und sich auch wirklich gut auszukennen, was es denn noch sein kann.